Schön, dass du da bist. Tag 14, Lieblings-Yoga am Abend. Oft ist es so, dass die Zeit uns im wahrsten Sinne des Wortes erdrückt. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass du dich körperlich ausdehnst, deinen inneren Raum erfährst. Und genau das ist deine Intention für heute. Ich schenke mir Raum und bin entspannt. Sitz bequem aufgerichtet, schieb die Arme über vorn weit nach oben. Die rechte Hand sucht sich dein linkes Handgelenk, hebt die linke Schulter an und dann beug dich großzügig nach rechts. Schließ mal die Augen, zieh die Schulter nach hinten, unten und beginn jetzt bewusster tiefer in die linke Flanke zu atmen. Dehn dich aus, gönn dir Raum. Finger gestreckt deiner linken Hand, baust eine Grundspannung auf im ganzen Körper. Bist voller Energie, atme aus, einatmen, komm zurück zur Mitte und dann wechsel linke Hand ans rechte Handgelenk, heb die rechte Schulter an und dann beugst du dich nach links, zieh beide Schultern nach hinten, heb dein Herz an und beginn tiefer in die Flanken zu atmen. Dein Bauch ist ganz leicht angespannt, atme in den Brustraum, in die Flanken. Bis hoch in die Lungenspitzen. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Ausatmen, auflösen. Komm auf die Fingerkuppen an, genau neben die Hüfte. Du ziehst die Schulter nach hinten, unten, linker Arm hoch zur Decke. Verlängere dich über die Fingerspitzen und dann wanderst du mit deiner rechten Hand nach rechts. Beug dich nach rechts. Und jetzt bringst du die linke Handfläche zur Krone des Kopfes. Zieh beide Schultern nach hinten, heb dein Herz höher. Und jetzt schieb die Krone vom Kopf in die linke Handfläche. Verlängere dich, halte die Länge und jetzt erst streck den linken Arm aus. Schließ die Augen, gönn dir ein tiefes Durchatmen, ein bewusstes Ankommen bei dir, den inneren Raum erfahren. Ich schenke mir Raum und bin entspannt. Einatmen zurück, ausatmen auflösen, linke Hand geerdet, bleib auf den Fingerkuppen, schieb deinen rechten Arm nach oben, verlängere dich und dann wandere nach links. Beug dich nach links, auch den rechten Arm beugen, rechte Handfläche zur Krone des Kopfes. Jetzt schieb die Krone vom Kopf in die rechte Handfläche. Erfahr dich in deiner Länge, in deiner Ausdehnung und dann streckst du den rechten Arm aus, schließ mal die Augen und spür dich mit jedem einzelnen Atemzug. Bewusstes, tiefes Einatmen, ein vollständiges Ausatmen. Einatmen, komm wieder nach oben. Ausatmen, auflösen. Und jetzt legst du dir bitte eine Decke unter die Knie und du kommst auf die Knie in den Vierfüßlerstand. Atme ein und dann streckst du das rechte Bein zur Seite aus, rechte Ferse in Linie mit deinem linken Knie, richte dich auf. Du kannst den linken Spann gern in den Boden drücken. Heb das Becken höher, bleib aufgerichtet, Bauchdecke aktiv. Und wieder schieb deinen linken Arm nach oben und dann beugst du dich nach rechts, je nachdem, wie weit es bei dir geht. Wander deine rechte Hand am rechten Schienbein nach unten, beug deinen linken Arm, die linke Handfläche wieder zur Krone des Kopfes, verlängere dich, halte das, atme und dann streckst du deinen linken Arm weit nach rechts, zieh beide Schultern nach hinten, unten. Erfahr dich in der Ausdehnung in deiner linken Körperseite. Schick deinen Atem in die linke Flanke. Tiefes Ein, vollständiges Ausatmen. Es ist eine intensive Seitbeuge. Es sind gute Dehnungen deiner Muskulatur, um auch Rückenschmerzen aufzulösen. Einatmen, komm nach oben. Arme parallel. Bleib aufgerichtet, die Bauchdecke aktiv, zieh den Bauchnabel nach innen.
Atme neu ein und mit einer Ausatmung kommt die linke Hand auf den Boden, rechter Arm, rechtes Bein hebst du an. Weiter atmen. Die linke Hand unter die linke Schulter. Und wenn du jetzt noch die Möglichkeit hast, beugst du das rechte Bein und die rechte Hand sucht sich den Spann. Beginn, dein Herz anzuheben. Denk dich in eine leichte Rückbeuge. Dein Blick geht hoch zur Decke. Leuchte und wiederhole jetzt deine Intention. Ich schenke mir Raum und bleibe entspannt. Tief ein. Tief aus. Wieder auflösen. Zurückkommen und wechsel. Rechtes Knie erden. Drück den rechten Spann in den Boden, linkes Bein zur Seite ausstrecken. Erde den linken Fuß, indem du auch die Fußaußenseite in den Boden drückst. Schieb deinen rechten Arm über die Seite nach oben und dann beug dich ganz einfach nach links. Tiefe Atemzüge. Schau, dass du nicht nach vorn ausweichst, bleib aufgerichtet. Krone vom Kopf Richtung rechte Handfläche. Zieh nochmal die Wirbelsäule lang, indem du die Krone vom Kopf in die Handfläche drückst. Verlängere dich, beug dich noch ein Stückchen weiter nach links. Und jetzt streckst du den rechten Arm aus. Beginnst dich ganz leicht nach hinten aufzudrehen. Heb dein Herz an, denke dich in eine Rückbeuge. Und schließ jetzt mal die Augen. Beginn tiefer in die Dehnung zu atmen. Gut geerdet über die Füße schaffst du Raum im ganzen Körper. Atme aus, einatmen zurück zur Mitte, bring die Arme noch einmal parallel und dann kommst du mit deiner rechten Hand auf die Matte zurück, heb das linke Bein, den linken Arm an, heb die Mundwinkel an und von hier aus ist es leicht, kannst das linke Bein beugen, die linke Hand Richtung Spann. Zieh die Schulterblätterspitzen zueinander. Tiefes Ein- und Ausatmen. Ich gönne mir Raum und bin entspannt. Das große Ziel vom Yoga ist es, körperliche Enge, das wird als Dukkha bezeichnet, aufzulösen. Atme aus und dann löse auf. Komm zurück zur Mitte. Und setz dich nochmal bitte erhöht auf eine Decke. Bringst die Fußsohlen zueinander, Vorbereitung für Baddha Konasana. Heb dein Herz an. Und jetzt lass dich mit dem langen Rücken nach vorn unten sinken. Den Blick hebst du an, schau vor die Füße und bring jetzt die Arme ganz weit auseinander. Komm auf die Fingerkuppen, heb die Schultern an und lass dich sinken. Schultern anheben, Rücken lang, verbeug dich. Und falls dir diese Übung eng erscheint, bleib bei deiner positiven Intention, ich gönne mir Raum und bin entspannt. Den Raum gönnen kannst du dir über eine tiefe, bewusste Atmung. Lass dir Zeit. Ein- und ausatmen. Bleib auf den Fingerkuppen, heb die Ellenbogen, heb die Schultern höher. Und dann spür dich. Ein- und ausatmen. In der neuen Einatmung kommst du wieder nach oben. Und dann platzierst du einfach nochmal die Hände hinter deinem Gesäß, die Finger schauen nach hinten, dreh die Ellenbogen ganz leicht zueinander, heb das Brustbein an. Dein Blick geht hoch zur Decke, schließ nochmal die Augen und dann beginn tiefer ein und tiefer aus zu atmen. Schick dein Atem ins Herz, leuchte. Gönn dir innerlich Raum, der sich ausbreiten kann, über die Körpergrenzen hinaus. Kannst richtig schön beobachten, wie die Rippenbögen sich weiten,
wie du die oberen Atemräume nutzen kannst. Und dann öffne die Augen, komm wieder zurück und setz dich bequem hin. Ja, so einfach kann es sein, körperliche Enge aufzulösen. All die Übungen, zum Beispiel diese, die kannst du wunderbar in deinen Alltag integrieren. Das Thema Ausdehnung ist für mich ein ganz zentrales Thema, um auch Yoga zu üben, wirklich aus der Enge in die Weite zu gehen. Ja, vielen Dank für dein Üben mit mir. Ich bin fleißig, habe weitere Themen vorbereitet. Du kannst meinen Kanal hier abonnieren. Hier findest du das nächste Übungsvideo. Falls du mich unterstützen möchtest, schau mal in die Videobeschreibung. Da habe ich dir ein ganz besonderes Angebot gemacht. In diesem Sinne, hab einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns wieder auf der Matte.